Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge FIFA 14. Wir haben einen weiteren Neuzugang zu vermelden. Tobias Moritz kommt aus der Nachwuchsakademie hoch zu den Profis. Ähnlich schwach wie auch die anderen Nachwuchsspieler, aber er ist auf jeden Fall auch jetzt ein Teil des Kaders. Wird vorerst mal die Nummer 29 tragen. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber kann schon sein. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Freundschaftsspiel der zweiten Saison mit der Hertha. Stoke City empfängt unsere Hertha heute also im Forest Park Stadium. Ja, ich habe es ja schon in der letzten Folge gesagt, es wird heute so sein, dass wir mal einen... Also was heißt, nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, in der dritten Freundschaftsspielgegnung gegen Stade Reims werden wir nochmal eine komplette B11 aufbieten. Einfach aus dem Grunde, weil dann kurz darauf die Liga beginnt. Heißt, im Umkehrschluss, heute wollen wir uns mal die A11 anschauen. Also eine potenzielle Startelf, eine potenzielle Stammelf, insofern es die denn geben wird, wird heute mal für unsere Hertha auflaufen. Natürlich eine ähnliche Elf, wie wir das schon seit längerem kennen. Gervinho, auch der ist heute wieder mit am Start. Das ist natürlich ein neues Gesicht. Wir schauen erstmal die Mannschaft von Stoke City an. Im Tor haben wir Buckland, den kenne ich durchaus. Und auch ein paar andere Namen sind mit dabei, die vielversprechend klingen. Dann kommen wir zu unserer Mannschaft. Kevin Trapp steht heute also mal im Tor. Der neue Torwart bei uns, hier sehen wir ihn im Bild. In der Abwehr Nico Schulz, Matip, Brooks und Pekarik. Also das klingt schon sehr nach Bestbesetzung. In dem Mittelfeld Lustenberger neben Junuzovic und Fabian. Und im Sturm also Gervinho auf links, Benatira auf rechts und in der Mitte Chong Te Se, der Top-Stürmer des letzten Jahres. Eigentlich niemand, den wir hier noch testen brauchen, aber heute eben, wie gesagt, mal so eine Art Härtetest. Joachim van Vosselen ist der Schiedsrichter des heutigen Spiels. Und wir schauen mal, was unsere Top 11 sozusagen oder diejenigen, die es gerne sein wollen, heute zustande bringen. So, Pennant beginnt gleich mal für Stoke. Und das wäre beinahe die erste Möglichkeit gewesen, aber... Da ist die Verteidigung zum Glück hellwach. Gervinho auf Marco Fabian. Der beackert jetzt hier mal die Außen. Fabian. Lustenberger. Junuzovic. Pekarik. Lustenberger. Auf Nico Schulz. Und der schickt jetzt den Schweizer Fabian Lustenberger. Ha, gibt Einwurf. Für die Hertha. Gut verteidigt da von Stoke. Gervinho. Ah, Eckball rausgeholt. Und da stolpert er sogar noch. Und damit Ecke jetzt also. Marco Fabian wird diese treten. Marco Fabian mit dem Eckball auf Brooks. Der kam nicht ganz an. Jetzt die Schusschance für Benatira. Ja, das war im Endeffekt gar nichts. Matip erobert den Ball allerdings. Und damit Lustenberger auf Pekarik. Chong Te Se steckt durch auf Benatira. Riesige Möglichkeit da. Und Butland kann den Schuss halten. Und Gervinho kommt leider auch nicht mehr zu einer Nachschusschance. Schade. Ah ja, Lustenberger. Rampft sich da irgendwie durch. Chong Te Se jetzt. Fabian raus auf Nico Schulz. Schulz mit der Flanke in die Mitte. Gervinho beinahe zur Stelle. Kopfball ist ja nicht unbedingt so seine Spezialdisziplin. Aber um ein Haar wäre er da mit einem solchen zur Stelle gewesen. Jetzt Edu. Gegen Peter Pekarik. Walters. Aber Brooks sagt da nö. Und stopft die Lücken. Zu Fabian jetzt auf Chong Te Se. Ja, der wird da übel abgedrängt, aber kein Foul, sagt der Schiedsrichter. So, These und Gervinho beackern da vorne die Verteidigung von Stoke.
Fabian erobert den Ball. Ah, der Pass wird abgefälscht. Gervinho nochmal. Wahnsinn, was die da vorne schon wieder abfeuern. Fabian kopfüber da im Zweikampf. Jetzt Walters gegen Matip. Walters bleibt am Ball erstmal. Schulz mischt sich ein und Schulz holt sich den Ball. Fabian auf Zlatko Junosovic. Ben Hatira jetzt. Ja, das war ein bisschen wieder sehr, sehr optimistisch, dieser Steilpass. Schöner Brustpass hier von Walters. Der gefällt mir gut. Jetzt Walters, aber Schulz ist natürlich schneller, aber er kann ihn nicht aufhalten. Pfosten und Trapp ist zur Stelle. Und das war ganz, ganz wichtig. Meine Güte, was war da denn los? Kevin Trapp ist zur Stelle am Ende und hält den Ball fest. Das war aber auch wichtig in dem Moment. Puh, da ging einem dann doch mal kurz die Düse. Fabian jetzt. Gervinho mit dem Fehlpass. Schade. Ball auf Schulz kommt nicht durch. Ben Hatira. Und jetzt spiel doch raus. Eieieiei, Gervinho. Und dann gibt's Freistoß für die Hertha. Nach diesem Foul von Whelan an Lustenberger. Ja, ganz klares Foul, auch wenn er den Ball dann noch spielen konnte. Vorteil wurde laufen gelassen. Und jetzt gibt es die Freistoßmöglichkeit. Wer hat nochmal diesen Freistoß in der Bundesliga reingemacht in einem der letzten Spieltage? Ben Hatira war es, glaube ich. Heute versucht es Marco Fabian. Ja, das war nicht so gut. Aus 30 Metern war das eher ein schwacher Freistoß. Marco Fabian jetzt auf Nico Schulz. Fabian hat ein bisschen Platz da in der Mitte. Ach, da wollte ich doch gar nicht hin. Wollte doch zur These spielen. Ah, abseits, kurz vor der Pause. Schade. Wie gesagt, nicht gewollt, das Ganze. These jetzt. Auf Gervinho. Ben Hatira. Zu eng da hinten. Da haben sie dicht gemacht. Die Stokes. Und jetzt Achtung, Knightley kommt aber nicht ran. Kevin Trapp nimmt den Ball auf. Fabian. Gervinho. Auf Tese. Und dann wieder der Ballverlust. Also da ist ganz schön wenig Platz im Rückraum der Abwehr. Also im Zentrum der Abwehr da bei Stoke City. Und jetzt Achtung, die Möglichkeit für Stoke. Chance noch nicht vereitelt. Knightley mit der zweiten Flanke. Und das ist eine große Möglichkeit. Durch Walters einmal mehr, der da richtig für Betrieb sorgt. Und Trapp war scheinbar sogar noch dran. Kevin Trapp war wohl noch dran, hat den Ball noch zur Ecke geklärt. Sehr, sehr gute Tat von unserem neuen Schlussmann. Und Stoke macht jetzt Druck. Kurz vor der Pause. Pennant. Und Gervinho haut das Ding raus. Damit ist Pause. 0:0 steht's. Ein deutlich schwierigeres Freundschaftsspiel als in der letzten Folge, wo wir gegen Bologna eigentlich machen konnten, was wir wollten. Das ist hier überhaupt nicht so. Hier müssen wir richtig fighten, richtig kämpfen, um überhaupt eine Chance zu haben, im Spiel zu bleiben. Stoke City hält gut dagegen. Das macht Spaß, muss man sagen. So, hier sehen wir nochmal andere Spiele. Stade Reims hat ja auch ein lustiges Programm. Erst gegen Köln, dann gegen uns. Aber wir starten jetzt erstmal in die zweite Halbzeit. Mamdjouf kommt jetzt rein. Auf Seiten von Stoke für Walters, der viel Betrieb gemacht hat. Von daher bin ich da gar nicht so böse drum, dass der mal ausgewechselt wird hier. Und wir starten in den gelben Trikots. Von links nach rechts jetzt natürlich in Hälfte Nummer 2.
Und Gervinho, ah, schade. Kämpft da vorne. Beim Vorchecking gleich mal früh um den Ball. Fabian jetzt, der heute viel macht, viel arbeitet, viel unterwegs ist. Und das ist Gervinho, das ist Gervinho. Und das ist der Freistoß für Stoke. Schade, schade, schade. Da kriegt er den Ball noch abgenommen. Und macht dann sozusagen das Foul. Natürlich wollte er da in dem Moment schießen. Ist ja ganz klar, aber das wird dann halt als Foul gewertet. Schade. An sich eine ganz gute Situation gewesen. Da hat nicht viel gefehlt. Aber am Ende... Ah, Lustenberger mit dem Foul. Und jetzt Robert Huth. Den kennt man ja auch. Deutscher Spieler. Da in der Abwehr von Stoke City. Pekarik. Auf Zlatko Junuzovic. Den hat Tira jetzt. Auf Zlatko Junuzovic. Und der lässt da mal den Verteidiger ein bisschen blöd aussehen. Knightley ist das, den er spielt. Benhatira jetzt auf Junuzovic. Wunderbares Päschen. Flanke kommt, aber These kann leider nichts daraus machen. Und Juff verliert sofort wieder den Ball. Ah, Lustenberger wollte nochmal abdrehen. Das war genau der Fehler. Und zu dritt kriegen sie Juff hier nicht gestellt. Oh, schöner Pass auf Pennant. Und jetzt hat Stoke wieder eine Chance, nach vorne zu spielen. Und Pennant mit viel Selbstvertrauen, da geht er ins Dribbling. Aber am Ende dann doch der Ballverlust für Stoke. Benatira muss nochmal abdrehen. Pekarik. Ach, da wollte ich nicht hin. Eieiei. Junuzovic versucht den Ball natürlich wieder zu erobern. Kämpfen kann er, das haben wir gesehen, auch schon bei Österreich. Aber er kann auch ziemlich gut Fußball spielen. Guter Techniker, der im Mittelfeld alle Fäden in der Hand hält. Knightley jetzt. Gegen Pekarik. Pekarik ist der Sieger dieses Zweikampfs. Jetzt Gervinho. Lustenberger. Auf Tse. Tse versucht da Gervinho anzuspielen. Das funktioniert nicht. Also bislang Eindruck aus einem Spiel plus 70 Minuten. Bin ich noch nicht so ganz glücklich mit Gervinho. Jetzt vielleicht abseits. Eieiei. Das Bild bleibt leider bestehen. Also bislang bin ich noch nicht so zu 100% zufrieden, was Gervinho angeht. Da kam noch ein bisschen wenig. Vielleicht ja jetzt. Gervinho versucht das Zuspiel auf These, aber auch da ist jemand dazwischen. Ja, gelingen tut ihm bislang noch nicht viel. Dem Mann aus der Elfenbeinküste. Einwurf jetzt für die Hertha. Jetzt Brooks. Junuzovic. Na, wo spielst du hin? Schulz jetzt. In die Mitte. These. Gervinho. Nochmal auf Chong These. Schön gespielt und da ist das 1-0. Das war doch ordentlich gemacht. Chong These mit dem Doppelpass. Mit Gervinho. Und das konnte man sich doch ansehen. Das sah so einfach aus. Und dann der Schuss von These fest. Und Butland, ja, kann den nicht abwehren, auch wenn er dran ist. Bittere Pille für Butland. Führung für die Hertha und John These trifft mal wieder. Und ich guck mal, ob wir vielleicht irgendwas wechseln können. Das wäre doch mal eine Idee. Ich glaube, Lustenberger, wie es aussieht, ist ziemlich platt. Jawohl. Nehmen wir den gerade raus. Und ja, Fabian ist auch ziemlich platt. Für ihn kommt Baumjohann und dann kommt Saha für Gervinho. Man muss es ja nicht ausreizen. Also Gervinho, war so eine Lala-Partie von ihm.
wenig Licht, aber immerhin das Tor vorgelegt. Das war eine gute Situation. Und jetzt ist er raus. Für ihn kommt also Ben Saha, den wir auch nicht komplett vernachlässigen wollen hier. Junuzovic gibt Einwurf für die Hertha. Ben Hatira will wohl ausführen. Jetzt Zlatko Junuzovic auf Ben Saha. Ben Saha. Nochmal Einwurf. Pekarik. Boah, deine Technik, Alter. Nehme ich überhaupt nicht. Nächster Einwurf. 84. Minute läuft bereits. Also 85. Ben Hatira. Ja, Flanke kommt. Warum nicht? Aber kein Ertrag aus dem Ganzen. Jetzt Hosogai. Schöner Zweikampf. Hajime Hosogai. Nochmal zurück zu Nico Schulz. Junuzovic auf den rechten Flügel. Da hat Pekarik ein bisschen Platz. Peter Pekarik jetzt. Schön gemacht. Pekarik. In der Mitte einer komplett frei. Aber wir können nichts draus machen. Eieiei. Ich glaube, Ben Hatira war es mit der ersten Chance. Und dann ist Butland am Ende zur Stelle beim Nachschuss von Ben Saha. Aber da lagen sowieso so viele Spieler im Strafraum. Und zwischen Saha und dem Tor, das war sehr unwahrscheinlich, dass man da trifft. Jetzt Baumjohann mit dem Eckball. Baumjohann mit der Ecke. Matip hatte die Chance auf 2-0 zu erhöhen. Und ich glaube mal, das wird es gewesen sein. Oder gibt der Schiri noch ein bisschen Nachspielzeit, sodass das Spiel noch ein bisschen gehen kann. Naja, ein bisschen ein Sonsi. Wieder Butland. Und da prügeln sie den Ball fast auf die Tribüne. Aber Peters ist zur Stelle. Ja, und jetzt Achtung hier, dass wir hier nicht noch in den Konter reinrennen, kurz vor dem Ende. Hosogai macht die Linie da dicht. Und das war gut von Nico Schulz. Und ich denke, jetzt ist das Spiel dann auch gleich abgepfiffen. Jawohl, so sieht's aus. 1-0 gewinnt die Hertha aus Berlin durch einen Treffer von Chong Tese. Vorgelegt von unserem Star. Einkauf von Gervinho. Zweites Spiel, zweiter Sieg, auch wenn es heute deutlich knapper zuging als im letzten Spiel. Auf unseren nordkoreanischen Stürmer ist Verlass, das muss man sagen. Und die Frage ist nach wie vor, und ich habe sie mir immer noch nicht beantworten können, wer wird eigentlich der Stammspieler vorne drin in der Sturmspitze? Wird Chong Tese diese Rolle wie letztes Jahr übernehmen oder wird Pierre-Michel Azoga ihm da den Rang streitig machen? Wunderschöne Parade von Kevin Trapp, der hier die Führung für Stoke vereitelt. Und dann Butland mit einer etwas unglücklichen Abwehr. 1-0 für die Hertha. Und dann sehen wir hier nochmal diese Chance. Super pariert von Butland in dem Fall. Und das gleich zweimal. Wobei Saha sogar sehr gut platziert hat. Wollte da in die lange Ecke schießen. Aber da war eben Butland zur Stelle. Und dann nochmal Joel Matip. Kurz vor Ende diese Chance per Kopf nach dem Eckball von Alex Baumjohann. Im Endeffekt geht der Sieg in Ordnung. These hat mal wieder getroffen. Das ist doch auch schön. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder von FIFA 14.